Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Miami, herzlich willkommen zurück bei Julia und The Long Dark. Ja, was machen wir? Also, wir sind ausgeschlafen, so wie ich das sehe. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Ich habe mich also entschlossen, wir werden gucken, ob der Wolf da ist. Wir werden hier durchgehen. Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, die letzte, und habe mal genau aufgepasst, ob ich irgendwie was sehe, ein paar rote Augen irgendwo. Oder als wir unten drunter gegangen waren, ob ich irgendwo was durch das Fenster geguckt habe, ob da irgendwas rumhuscht. Aber nein, da war gar nichts. Dann habe ich gesehen, da waren ein, zwei Stellen, da war irgendwie, glaube ich, Loot. Das habe ich wohl übersehen, am Boden. Da gehe ich jetzt nochmal eben gucken. Und ja, also wir werden. Jetzt kann man übrigens auch noch raufgehen. Ja, das ist wohl irgendwann mal umgebaut worden hier, als der Story-Mode kam, so wie die Anke geschrieben hatte. Und ja. Die suchen. Also ich werde jetzt hier. Es ist ja so, früher, ganz früher war es ja mal so. Wenn du nichts angepackt hast, dann waren die Sachen frisch, die verfielen nicht. Aber mittlerweile. Ist es bei The Long Dark ja so, egal ob du in die Schränke reinguckst oder nicht, das, was da drin liegt, verfällt. Und deswegen werden wir jetzt hier in die Schränke gucken, was da drin ist. Mein Hauptaugenmerk liegt nach guter Kleidung, ein bisschen Nahrung vielleicht noch, ein Gewehr, Pistole, irgendwie sowas. Alles andere werde ich erstmal hier lassen, weil wir kommen, wie gesagt, wieder und ja, wir werden dann hier nochmal nachlooten. Das ist ja alles gar kein Problem. So, dann muss ich mal eben gucken. War hier irgendwas, wo ich gesagt habe, hier liegt was? Nee. Ich meine nicht. So, dann nach Wasser hatten wir geguckt. Ich gucke jetzt hier rein. Also, wie gesagt, aber ich werde nochmal nachlucken. Ich habe nicht vor, jetzt hier alles zu sortieren und ach. Weißt du, das kostet alles Zeit. Das ist mein Hauptaugenmerk, liegt im Augenblick einfach darauf. Ach, das ist nur eine Tür. Liegt im Augenblick darauf, einfach weiterzukommen, ja, um bewaffnet zu sein, um endlich mal dann wirklich sesshaft zu werden, um überall mal alle Ecken und Enden und alles mal zu durchsuchen. Und deswegen habe ich gedacht, gehen wir dann auch ins idyllische Tal. Hier ist auch leer, ne? Die hängen mit der Nase am Monitor, super. Deswegen habe ich gedacht, gehen wir zum idyllischen Tal. Da ist der Bauernhof. Der Bauernhof hat eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit für eine Waffe. Und hier habe ich eine Stelle gehabt. Hier habe ich gedacht, hier habe ich was übersehen. Da sage ich doch, eine Gewehrpatrone. Und dann gibt es oben noch diesen Funkturm oder Fernsehturm oder Wetterstation. Ihr wisst, oben auf dem Berg, was auch immer das genau ist. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, dass da ein Gewehr rumliegt. Und deswegen würde ich da gerne nochmal hin. So, das eine habe ich also jetzt schon mal geguckt. Jetzt gucke ich das andere hier noch. Ja, und wie gesagt, ich vermute auch mal, da. Feuerstahl sogar, war richtig, richtig wertvolles, siehst du wohl. Und ich habe nur gedacht beim Gucken, ich denke, boah, das sieht aus wie ein Feuerstahl, verdammt. Hast du übersehen? Mein Gott, ich hab ein bisschen die Mandeln zu, Freunde. Tut mir echt leid, aber ich habe gedacht, ich mache trotzdem ein Video, weil, ne, besser so als gar kein Video, habe ich mir gedacht. Wenn ihr lieber wollt, dass ich erst die Stimme auskuriert, dann sagt's bitte. Dann mache ich das natürlich auch, ist auch kein Problem. Aber ich habe gedacht, ihr wartet wahrscheinlich auf ein Video, also mach ich mal eins. Auch wenn ich ein bisschen hüsel zwischendurch, was soll's. Ja, gut. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch mal die Treppe rauf, weil da waren wir noch nicht. Ich denke mal, hier werden wir kein Gewehr finden oder eine Waffe. Überhaupt irgendeinen Bogen sowieso nicht. Da könnte doch mal hier so am Geländer, könnte doch mal ein Gewehr liegen, oder? Das wäre doch mal cool. Wo jetzt noch weiter? Was ist denn hier los, ey? Was haben die denn hier gebaut? Das ist ja unglaublich. Ah, hier ist noch eine Tür. Da wird wahrscheinlich zu sein, ne? Wie unten auch. Jupp. Ja gut, kann ja natürlich noch die Kartons, ne? Man weiß ja nie, ist aber drin oder so. Gibt es ja hinterher auch, ne? Bei Wolfsberg gibt es ja auch so ein paar Kisten, wenn du die zerlegst, da ist ja noch mal drin. Deswegen, wenn wir erstmal richtig ausgestattet sind, dann werden wir all diese Dinge natürlich machen. Ich hoffe, dass wir das schaffen.
Was? Ich will nicht das Regal. Regal, da will ich reingucken. Genau. So, ja. Kann man hier rein? Hier, hier so hinter vielleicht? Da so? Hier irgendwo? Nein, nein. Gut. Hier haben wir nochmal Farbe. Okay. Also dieser Feuerstahl, das war jetzt natürlich, ne, das war schon so eine Art Hauptgewinn, ne? Das ist natürlich richtig geil. Da ersetzt jede Menge Streichhölzer. Ich glaube, so viele Streichhölzer hatten wir auch noch gar nicht gefunden. Ungewöhnlich wenig haben wir gefunden. Für Schleicher. Also für den Spielmodus Schleicher. Da findet man sonst eigentlich mehr. Mein Gott, ey. Okay, da ist nichts. Gucken wir hier mal rein. Ja, ich meine, die haben viele Lootstellen dazu gemacht, aber ist nicht viel Loot. Aber ich denke mal, wenn du hier auf Pilger oder sowas spielst, dann kannst du wahrscheinlich mit dem, was du hier findest, allein in dem Ding, kannst du hier schon überleben. Vermute ich mal, so viel Loot kann hier drin sein. Da haben wir geguckt. Also wir werden jetzt hier hauptsächlich natürlich erstmal gucken, was wir so finden. Aber so wie es aussieht, so viel ist es ja hier gar nicht. Ne, das ist nix. Muss mal ein bisschen tiefer gucken. Nochmal eine Etage. Nicht, dass ich wieder einen Feuerstahl übersehe. Das wäre echt... Ich habe das gesehen. Ich denke, boah, da liegt doch was. Opa, bist du blind? Guck mal. Du hast aber liegen lassen. Das sieht aus wie ein Feuerstahl. Deswegen bin ich da auch nochmal hin. Gut, dass ich mein eigenes Video nochmal geguckt habe. Ziemlich clever von mir. So, hier ist alles zu. Okay. Auf, meine ich. Dann haben wir hier noch. Nickes und gar nickes. Ach, viel, viel leer, ne? Viel, viel, viel leer. Ist ja... Was? Hunger? Ach komm, ey. Du bist noch so drin. Ah, guck mal. Militärmantel. Sehr geil. So. Medizin spinnt. Und leer, natürlich. Ein ganzer Spind voll mit... Ja, ja. Ein ganzer Spind voll mit Medizin und nichts drin. Nicht ein Pflaster. Noch niemals ein Biene-Maja-Pflaster. Oder ein Power Ranger-Pflaster. Gar nichts. Naja, toll. So, hier die Tür ist wohl zu, ne? Naja. Das ist nur Grafik. Hier haben wir nochmal eine Werkbank. Okay. Holzkohle. Das ist ja super. Da haben wir ja schon ewig drauf gewartet. Tür öffnen, da geht's weiter. Okay. Na, das ist zu. Dann gucken wir mal hier rein. Alles nix, ne? Gucken wir hier nochmal rein. Mein Gott, ey. Hab alles leer, aber allein die Anzahl der Spinnen, ne? Wie viele Möglichkeiten es hier gibt, was zu finden oder was zu verstecken, wenn man zum Beispiel auf Pilger oder sowas spielt oder auf Wanderer. Da sind nochmal ein paar Bücher. Naja. Die sind jetzt nicht wichtig. Und wenn die irgendwann mal wichtig sind, dann spielen wir aber schon ewig. Wenn ich Bücher brauche unbedingt und keine mehr finde, dann sind wir aber schon ziemlich weit im Spiel fortgeschritten. Alles leer, ey. Unglaublich. Wir machen die 1000 Looträume und alles leer. Keiner irgendwie eine Pistole hier in der Schublade? Nein. Das hat man doch. Das ist doch normal, das hat man doch. Das hat doch jeder im Rathaus, da muss man mal gucken. Da hat doch jeder so eine Pistole in der Schublade. Das ist doch... Oh, das ist die Rückseite, okay. Da ist auch alles leer, Karton. Gucken wir hier nochmal durch. Naja, ah, wir haben ja hier noch jede Menge zu looten. Wir gehen ja noch nach unten. Ich hoffe mal, dass da keiner ist, ey. Das hoffe ich aber mal ganz inständig. Okay, wir sind hier durch.
Bau durch. Hier haben wir auch alles geguckt. Hier Spind war auch geguckt. Ja, alles gut. Ja, dann sind wir hier durch, ne? Dann gehen wir jetzt runter. Also nicht hier lang. Hier lang, nicht hier lang, hier lang, da lang. Hydroenergie, genau. Auch geguckt, ja. Da oben waren wir. Tja, dann, ne? Hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir mal das... Achso, ich wollte mal eben nach dieser Jacke noch gucken und so. Ich habe ja hier schon eine Jacke, dann kann ich das hier hinlegen. So, dieser Militärmantel. Der 53%, der 63%. 1111. 0808, aber der hat doch nur 28%. Den reparieren wir mal. Da gucken wir mal, was daraus wird. Den können wir nochmal reparieren. Damit der mal... Ja, jetzt stürmt er wieder, aber das interessiert uns nicht. Ja, das ist erstmal gut. So. So, 1111 und der hat 2626. Okay, den ziehen wir außen über, weil der viel wasserresistent und so hat. Genau. Und hier ziehen wir jetzt den anderen an. Der hat 1% mehr, also 0,1% mehr. So, und den machen wir ablegen. Genau. Und was hatten wir noch? So ein Hemd, so ein grünes, ne? 0404. 0302. Ich glaube, das scheint auch noch besser zu sein, ne? Auch das reparieren wir mal eben. Mal eben gucken. Ach komm, reparier. Gib dir Mühe. Verdammt. Ja, ach ja, heul nicht rum. 67%. So, dann gucken wir mal. 0404. 0703. Okay. Und was haben wir hier? 0404. Da haben wir noch Wasserresistenz. Ich glaube, wir nehmen sogar das Hemd statt dem Pulli. Ich glaube, so machen wir das. Den könnte ich jetzt nochmal reparieren, aber jetzt muss ich erstmal gucken. Madame hat Hunger. Wir müssen mal wieder kochen hier. Wir müssen hier die ganzen Dosen mal aufmachen. Guck mal, oh, Wassernot. Immer noch besser als Biernot. So. Eine Feuertonne war unten, meine ich, ne? Ich meine ja. Da können wir dann noch ein bisschen Wasser machen. Können wir die Dosen öffnen. Dosenöffner haben wir ja, ne? Zwei sogar. Na guck. Eine Säge haben wir auch. Was wir nicht haben, ist ein Beil. Wir haben auch hier noch Nähsets. So, dann würde ich sagen, Spind, komm her, mach auf, die Tür, die Tore weit. So, dann kommt da rein der Pulli. Dann kommt der rein der hier. Dann kommt da rein die Hose. Die schleppe ich auch schon übrigens ewig mit. So, habe ich noch was? Das habe ich alles an. Das habe ich alles an, okay. So, was sagt der Tageslicht? Ein bisschen haben wir noch. Okay. Ach so, ich wollte hier noch, genau. Ich wollte hier noch gucken. Wir haben hier eine Latüchte, haben wir. Dann mache ich hier noch eine Fackel rein. Dann mache ich hier noch ein Nähset rein. Gewehrputzzeug, das nehme ich mal mit, weil ich nur eins habe. Lampenöl haben wir auch noch ein bisschen. Ja, wir müssten mal lesen und so, ne? Dass die Bücher mal wegkommen. Aber naja, okay. So. Oh ja, wir haben 7 Kilo Übergewicht. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber naja, gut. Ja, wir riskieren das jetzt, ne? Wir gehen runter. Wenn der Wolf da ist, ja. Müssen wir mal gucken. Ob ich den irgendwie... Oh, hier war ich noch gar nicht. Stimmt ja. Ob ich den irgendwie gekillt kriege, sonst killt er uns.
Was auch nicht schön ist. Und was haben wir hier? Gar nichts, gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Weil so weitergeht, müssen wir bald die Lampe anmachen. Ne. Eieieiei, ja dann. Nehme ich mal einen Stein in der Hand. Obwohl der Stein ja nicht wirklich genutzt hat, aber... Mal ein bisschen so um die Ecke schleichen, ne? Oder haben sie auch noch was eingebaut hier rechts? Was ist denn das hier? Das ist nur so eine Umschaltgrafik-Dingsteil. Na komm. Wieso doof? Wieso schmeißt er jetzt schon den Stein? Das ist der nervöse Zeigefinger wieder auf der linken Maustaste. Sehr clever. Können wir gleich wieder einsammeln. Muss er hier irgendwo liegen, oder? Den habe ich aber nicht nach draußen geworfen. Aber mit dem Krach, da muss man sich nicht wundern, wenn hier keiner ist. Der Stein ist weg. Ich sehe auch nichts. Ich bin auch gar nicht wirklich vorsichtig. Ich habe wirklich das Gefühl, der ist hier gar nicht. Oh, hier war die Feuertonne. Die ist weg. Na toll. Hier stand die Feuertonne. Ihr bösen Leute, ihr. Oh, hier ist er. Hier ist er, da ist ein Rost drauf. Und hier ist auch Feuerholz, wunderbar. Wir kommen wieder, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ich glaube, mal Treppen hochgehen kann er nicht. Nö. Ich sehe nichts, bewegt sich nichts, gar nichts. Umsonst gezittert, hier ist nichts. Pack den Stein ein. Ein Stein. Was? Wo? Ach, hier lang. Schön. Oh, da ist die Brücke kaputt. Da konnte man früher hoch. Da konnte man da drüben hin. Das geht anscheinend auch nicht mehr. Die haben hier so viel geändert, ne? Das ist unglaublich. Ne, hier ist kein Wolf. Da kannst du gucken, wie du willst. Hier war auch immer mal ein bisschen gut. Aber, ne? Das ist nur Grafik hinten in der Ecke. Da ist der... Na komm, wir gehen mal eben hier hoch. Vielleicht liegt ja mal da ein Podest oder so. Man weiß ja nie, ne? Ne. Da hinten in der Ecke, da saß immer noch einer. Und da saß auch immer noch einer. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwo hochkommen. So, hier sind noch... Das ist alles neu hier. Wer weiß, ob da noch was drin ist. Aber das ist gründliche Nachbearbeitung. So... Hier ist nichts, hier ist nur Schrot. Da ist noch die, die ist auch noch ganz. Da gehen wir da gleich auch noch mal eben gucken. Hier ist noch die Tür. Ja, da hat sich nichts geändert. Okay. Dann gehen wir gleich einmal hier hoch, da drüben hoch. Die Treppe. Dann gucken, ob der eine da wenigstens noch rumliegt. Und zugemacht. Da ist die Tür, aber da ist eh nichts. Das ist nur eine Grafiktür. Die kenne ich ja jetzt mittlerweile. Die Grafiktüren. So. Dann gucken wir hier nochmal. Hier ist ja der andere Kessel. Oder was da auch immer ist. Ne, hier ist gar nichts. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Dann gucken wir mal die obere Region. Hier ist nur Holz, jede Menge Holz. Also an Holz wird nicht mangeln, so wie er draußen sieht. So viele Kisten hier und hier am Damm sowieso. Draußen auch, da so viele Paletten, so viele Kisten liegen da rum.
Aber wir werden gleich, guck mal, hier sind noch Spinte. Ja, das kannst du hier lassen, das ist uninteressant. Das können wir mal, wenn wir mal Stoffwetzen brauchen. Brauchen wir Stoffwetzen? Gute Idee, ne? Naja, drei haben wir noch. Guck mal, boah, 72 haben wir davon. Da könnten wir auch mal Tee machen. So ist das ja nicht. Aber Tee wiegt ja wieder, ne? Und wir haben ja Kalorien, wir haben ja zu essen haben wir ja. Ja, hier haben wir vorhin rausgeguckt, genau. Da lag der Feuerstahl. Und der ist hier neu, der Übergang. Aber wir gehen erst zum Ende. Das ist wahrscheinlich, weil die Treppe da kaputt war, haben sie einen Übergang reingemacht. Ja. Die Schlingels. Guck mal, der sitzt da noch. Der sitzt da noch. Oh, der hat ein Beil. Oh, wie geil. Ein Beil hat uns noch gefehlt. Ja. Sehr schön. Stapel Papier. Schon wieder Hunger? Mein Gott, was ist denn los mit dir? Aber das ist der Schwierigkeitsgrad, ne? Da gibt es viel Hunger. Ja, essen können die da gut. Auf Stalker kann man gut essen. Hier ist auch nochmal Stoff. Ach, hier kommen wir jetzt rüber. Guck mal hier. Ah. Dann gehen wir noch einmal nach hier. Einmal Cookie machen. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Da haben sie eine Kiste hingestellt. Und auch eine Tüte zu essen. Und, oh, Hundefutter. Ja, was wolltest du denn mehr? Mein Gott. Das ist ja super. Alles super. Bis wir Waffen haben und wir uns selbst ernähren können, ist das super. Gucken, ob hier hinten auch noch der Typ auch noch sitzt, der hier mal war. Ich glaube ja nicht. Ne. Da haben sie zugemacht. Dafür haben sie die Kiste dann da hingestellt wahrscheinlich. Oh, Kletterseil. Echt? Kann ich hier runterklettern? Aber ich kann so... Oh, guck mal, Holz. Ich kann sowieso nicht runterklettern. Ich muss erstens mal, muss ich sowieso zurück. Oh, noch mehr Holz. Erstens mal sowieso zurück, da zu der Tonne. Und zweitens mal ist ja der nächste Schwierigkeit. Kann ich ja mal eben zeigen. Das ist ja, früher war das ja kein Problem, auch auf Interloper nicht. Da bist du einfach geklettert, hier. Überladen. Du kannst nicht klettern. Das heißt also, wer seine Taschen voll macht am Wolfsberg, auch auf Interloper. Oh, ja, nein. Und meint, er könnte dann da runterklettern ins idyllische Tal und alles mitnehmen. Ja, kann er. Wenn er zwei, dreimal rauf und runter klettert, aber sonst nicht. Das ist schon alles schwieriger geworden. Genau wie mit dem, aber das habe ich ja schon zehnmal erzählt. Genau wie mit dem Wasserkochen, dass man jetzt den Pott braucht. Oder die Dose. Wenn du erst nur die Dose hast, dann hast du kaum Streichhölzer und verwendest die für einen halben Liter Wasser. Und musst da ewig drauf warten, bis du dann mal einen halben Liter Wasser hast. Das ist alles sehr, sehr, sehr viel schwieriger geworden. Naja. Also wie gesagt, wir werden jetzt zum idyllischen Tal durchgehen. Und dann werde ich gucken. Ach ja, hier muss man ja rum. Hier muss man ein S laufen. Dann werde ich gucken an den zwei Stellen, ob ich da die Waffe finde. Und wenn nicht, dann werden wir zur Schnellstraße gehen. Weil, ja, da die Schnellstraße, die ist sowas von Wölfen verseucht. Ja, und das idyllische Tal, da sind zwar auch Wölfe, keine Frage. Vielleicht klettern wir sogar das Seil rauf und gehen einmal auf den Wolfsberg in die Hütte gucken, ob da noch eine Waffe ist. Könnte man auch noch machen. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber ich hoffe, wir finden da schon vorher was. Aber, ja, was ich sagen wollte, ist einfach, das idyllische Tal ist natürlich auch voll mit Wölfen. Was da viel schlimmer ist, finde ich, sind die Wetterkapriolen. Da ist sehr schnell mal plötzlich Sturm und Orkan und dann ist das gar nicht mehr so idyllisch. Und Holz, habe ich Holz? Und aber die Wölfe sind nicht so das Problem, weil das sind alles große, gerade Flächen. Da kann man weit gucken, ne? Mal fünfmal habe ich. Ich habe hier noch, was habe ich denn hier noch? Altmetall? Lass das doch mal hier liegen. So, das finden wir wieder hier an dem Dings. So, komm, wir machen einmal. Ne, nicht ablegen. Genau hier. Nein, da, ja.
Duckpolling-Tee. Hagebuttentee, das machen wir uns auch einmal jeweils. Und einmal Lackpolding, den kochen wir dann auch. Lackpolding. Ja, also wie gesagt, idyllische Tal ist schön gerade, bis auf die Berge. Nee, aber so, wenn man so bei den Feldern und so ist, ist es schon relativ gerade. Da kann man schon schön weit gucken. 5 Verbände, das reicht allemal. So, dann machen wir hier mal ein Feuer. Das mit dem Buch, genau. Und ihr seht schon, guck mal mit dem Feuerstahl da, 90%. Wenn ich die Streichhölzer nehme, 75. Ne, ist also schon ein Unterschied. Lupe, ich habe nur 2 Päckchen Streichhölzer. Unglaublich. Naja, wir machen das. Hier ist ja kein Wind und nix. Da reichen uns die Prozente, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Buch haben zum Feuer machen, lesen. Das werden wir dann sehen. So. Dann hauen wir hier mal Brennstoff rein. Altholz, wenn es sein muss. So. Kohle haben wir auch. Wie viel haben wir? 2, okay. So, dann würde ich sagen, wir machen Wasser. 2 Liter. Da brauchen wir auch 2 Stunden. Das wissen wir ja. So, und dann werden wir mal hier garen. Garen. So, den können wir garen, auswählen, genau. Machen wir die Pfirsiche einmal heiß. Nur für den Kochskill, nicht für den Wärmeskill. Wir sind ganz warm, das brauchen wir nicht, das ist egal. Aber der Kochskill ist wichtig. So. Die stellt sich immer an, das ist unglaublich. So, ich glaube, die müssen wir wieder nehmen. Schimmelig. Super. Jupp, die sind nett. Die können wir auch gleich essen. Die sind schon schimmelig. Die sind super. Die nehmen wir. Essen. Wunderbar. Nix passiert. Keine Magenverstimmung. Temperatur steigt. Das ist ja auch gut. So, dann garen wir hier nochmal die Tees. Genau, damit. Und dann machen wir einmal den glänzenden Lackpolding. Nur 59 Minuten. Der Schnee ist auch weit so weit. So. Dann nehmen wir den und dann machen wir einmal genau die Hagebutte. So, haben wir das auch. So, dann haben wir 32 Minuten noch. Das braucht noch 52. Okay, dann hauen wir hier nochmal ein Altholz rein. 59, wunderbar. Wunderbar, das können wir hier stehen lassen. Den Pott müssen wir mitnehmen. So. Dann nehmen wir den Kochpott. Und dann ist es hier dunkel. Das heißt, wir werden hier schlafen. Natürlich. Na, wir werden erst noch ein bisschen essen. Damit wir auch hier ganz gemütlich Eier machen können. Den Tee, ja. Hier, der Tundefutter, das können wir doch mal essen. Das können wir doch mal essen. Genau. Hau rein, das Zeug. Lecker. So, dann haben wir hier noch das Wasser. Ach, guck mal, die sind auch schon... Die könnten wir auch schon nicht ablegen. Ist so blöd. Hier, die Dinger kannst du ablegen. Hier, wo sind sie denn? Hier, die komischen Dosen. Hier. Die kannst du ablegen. Genau. Und eine steht noch drauf. Sehe ich jetzt nicht mehr. Ist ja egal. So, dann würde ich sagen, hier Eier machen. Genau. Hinlegen. Schlafen, solange es geht. 10 Stunden. Ich glaube, so müde sind wir gar nicht. Nee, so lange nicht. Aber egal. So, dann haben wir gespeichert. Dann lassen wir uns nochmal Wasser trinken. Und
dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis es wieder hell wird und dann können wir weitergehen. God, I did anything right about now. Ja, ich weiß. Ach je. Ach, guck mal, wir haben so einen Dingenssturm. Das ist ja super. Das ist ja super. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann... Ach so, nee, wir haben jetzt... Warte mal, lass uns noch mal warten eine Stunde. Genau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir warten jetzt noch mal eine Stunde, dann ist auf jeden Fall abgespeichert. Genau, so, jetzt ist abgespeichert und dann, es ist immer noch elektromagnetischer Sturm. Und es ist nicht hell. Wieso ist das nicht hell geworden? Ach, Leute. Komm mal hier. Ach, guck mal. Boah, ne. Die nehmen wir. Die essen wir jetzt. Und dann trinken wir noch was. Mein Gott, ey. Und dann warten wir noch mal eine Stunde. Da muss aber mal langsam wieder hell werden hier. Schlafsack. So, Stunde warten. Kann auch Stunde schlafen. Ich glaube, geht auch. Ja, geht auch. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir gehen durch die Tür in den oberen Damm und in den unteren Damm, wie auch immer. Und werden dann ja weiter ins idyllische Tal reisen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war diesmal nur eine Loot-Folge, mehr nicht. Aber was wollt ihr machen, gehört ja auch dazu, ne? Wenn wir halt so einen großen Ort zum Looten haben, dann muss man auch mal ein, zwei Loot-Folgen machen. Weil unten geht es ja weiter. Also ich gehe nicht sofort raus. Ich gehe erst gucken, was noch an Sachen liegt. Und vor allen Dingen will ich gucken, wenn die alles geändert haben, will ich gucken, ob der Eingang noch da ist, wo er war, wenn man zurück will. Weil das war ja über so ein Fenster, musste man reinkriechen. Das will ich sehen, ob das Fenster noch da ist oder ob sie das weggemacht haben. Weil sonst habe ich nämlich auf einmal keinen Rückweg mehr hierhin. Das wäre ja, ich meine, ich will eh zur Straße, aber ich will, das interessiert mich einfach, ob, ne, sonst denke ich irgendwann, ach ja, komm, wir gehen wieder dahin. Und dann renne ich dahin durch die Höhle und hier über den See und alles, ne? Und komme dann da oben hin und ist gar kein Fenster mehr. Also gucke ich erstmal, ob das Fenster noch da ist. Natürlich, keine Frage. So viel Zeit muss sein. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm mit meinem Hals. Eigentlich war es wie immer, ne? Wenn ich mal so richtig drüber nachdenke. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut. Bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.